So, hallo, wir machen hoffentlich weiter bei Hyrule Warriors. Letztes Mal haben wir durchgespielt, das Ganze, mit der Story. Storytechnisch sind wir durch. Jetzt geht es darum, den Roboter wieder aufzubauen. Aber vorher, ihr seht schon, wir haben Millionen Dinge zum, leveln. Das machen wir jetzt als erstes. Und ich sag's ganz kurz. Ich denke, es dürfte für euch keinen Unterschied machen. Für euch dürfte nichts anders sein. Ich habe jetzt einen anderen Fernseher angeschlossen. Aber wie gesagt, für euch dürfte nichts anders sein. Es dürfte sich nichts ändern. Sollte irgendwas anders und komisch sein. Ich mache jetzt auch genau nur eine Aufnahme. Eben für den Fall, dass da irgendwas komisch sein könnte, sollte, eventuell. Man weiß es nicht. Aber wir leveln jetzt erstmal. Was ich als erstes leveln werde, sind so wichtige Geschichten. Wie zum Beispiel, wenn ich so irgendwelche Herzen sehe. Das zum Beispiel. Na, was gibt's hier? Herzen aller Verbündeten plus 3, ne? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dafür brauchen wir zum Beispiel schon mal 5 Krogsamen. Die haben wir. Na, bevor ich jetzt die einzelnen Sachen level, mache ich erstmal die großen Level-Geschichten. Dass wir das auf jeden Fall drin haben. Ach jawohl, damit haben wir Akala weitergelevelt. Dann haben wir hier oben was. Weiß nicht, was das genau ist. Machen wir einfach mal. Ein großer Erfolg. Monsterladen. Haben wir damit den Monsterladen freigeschaltet? Ne, eine Exalfos-Maske. Ja, okay. Hier haben wir was häusliches. Höhere Chance auf Erfolg bei Waffenfusion. Ja, unbedingt. Unbedingt, dass die mehr levelt als normal. Auf jeden Fall nehmen wir die mit. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch ein Stück mehr. Shika-Sensor-Funktion erweitern. Jawohl, her damit. Du bist ziemlich gut. So. Wahrscheinlich jetzt noch eins mehr, was man einsetzen kann. Dann haben wir hier eine Rassel. 13 Krogsamen. Stauraum-Waffeninventar. Absolut. Gib mir das. Tam, 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 tam. Sehr schön. Dann haben wir... Oh, da ist ein neuer Rassel aufgetaucht. Stauraum-Waffeninventar plus 3. Da fehlen uns jetzt Sachen. Und zwar Exalfos-Schwanz und Felidabeißflügel. Okay, das ist nicht das Problem. Die kriegen wir einfach so zusammen. Das ist in Ordnung. Die kriegen wir einfach so zusammen. Da ist jetzt ein Haus. Rabatt auf Gebühr für Manöverplatz ist auch ganz gut. Da brauchen wir Schwertkäfer. Die kriegen wir auch einfach, wenn wir zum Beispiel im Gras rumschlagen. Finden wir die auf jeden Fall mit der Zeit. Da haben wir auch wieder was Häusliches. Ah, Höchststufe zum Waffen erhöhen. Ab dafür. Dann kann ich das Masterschwert noch erweitern. Dann haben wir hier noch was Häusliches. Ja, Schmiedegilde, sehr gut. Rabatt. Ausgezeichnet. Sehr praktisch. Dann... Ich sehe das da noch mehr Blick, ne? Ich will nur erst die großen Sachen durchgehen. Da ist nochmal ein Herz. 5% weniger Schaden. Stabil. Eine großartige Sache. Dann... Neue Farben. Das machen wir ganz, ganz zum Schluss. Das ist nichts, was ich jetzt brauche. Grundsätzlich brauche ich es, um die 100% zu bekommen, ne? Aber nicht jetzt. Okay, hier sehe ich soweit. Da ist noch was Häusliches. Waren aus West-Hyrule Rabatt, jawohl. Tja, das war eine reife Leistung. Da ist noch was Häusliches. Wahrscheinlich auch Rabatt auf stärkere Waffen durch Rest. Oh, okay, auch nice. Wenn wir eine verrostete Waffe finden. Ein fantastisches Resultat. Nicht schlecht, nicht schlecht, sag ich da mal. Das sind alles jetzt... unser Sensor wird auch... War er nicht Sensor? Unsere Module kriegen auch nochmal ein neues Upgrade. Die machen wir auch sofort. Ah, hier unten ist der... Ja, ich verstehe. Hier unten ist der Dings auch wieder. Der Stopp-Dings. Wie heißt denn das Ding?
Stasis-Modul, richtig. Dann haben wir doch bestimmt irgendwo auch die Bomben. Da sind die Bomben. Nice, nice, nice. Okay. Hey, gute Arbeit. Dann haben wir das schon mal alles. Gut, dann sind jetzt eigentlich nur noch Charaktergeschichten und halt hier, ne? Der Roboter. Die Roboterteile. Die gibt es jetzt halt auch noch. Aber ansonsten sind's nur noch in Anführungszeichen dann Charaktergeschichten. Einzelne. Da ist noch was. Okay, da brauche ich Geld für. Ich habe nur noch 10 Rubine. Bin ich blank? Wann habe ich denn so viel Geld ausgegeben? Hilfe. Ja, okay. Ist in Ordnung. Und das sind jetzt alles Verstärkung der Charakteraktionen. Verstärkung der Charakteraktionen. Okay, das klingt alles sehr gut und wichtig. Aber dann würde ich da mit Link anfangen, tatsächlich. Da ist noch ein Haus. Das war die Gebühr. Okay. Ja gut, dann suchen wir jetzt mal Link. Ist das Link? Shika-Stein, Verstärkung der... Okay, aber der Shika-Stein... Es ist dann Zelda, oder? Bringt mir jetzt eigentlich gar nichts, weil ich mit dem Bogen kämpfe. Impa-Verstärkung der Charakter... Was ist denn das Link-Symbol? Ist das das Link-Symbol? Lanze-Verstärkung der Charakter... Nee, ist auch Quatsch. Mit der Lanze kämpfe ich auch nicht. Ryu-Charakteraktion... Urbosa-Charakter... Maronus-Charakteraktion... Koga-Charakteraktion. Wo ist Link? Trevali-Charakteraktion. Theba wahrscheinlich, genau. Was ist das Blatt? Oh. Du hast es geschafft! Das machen wir einfach mal so. Gibt es zweimal antiker Riesenkern. Ah, hier ist noch das Eis. Für das. Da brauchen wir auch nochmal. Flederbeißflügel und Exalverschwanz. Das gleiche wieder unten. Okay, kriegen wir hin. Ist nicht das Problem. Hier ist wahrscheinlich dann genau Daru Charakteraktion und Yunobo Charakteraktion. Da ist nochmal ein Blatt. Okay. Toll! Gut gemacht! Leuchtstein. Einfach einmal Leuchtstein. Weil, ist halt so. Meinetwegen. Link ist bestimmt in... Also, Links Charakteraktion ist bestimmt in Hyrule irgendwo. Ich muss es nur finden. Oder bei Link ist es dieses Lanze, aber Lanze ist ja nicht sein einziges. Ah, hier ist auch nochmal was. Zweihänder. Okay, das ist theoretisch auch Link, aber so halt nicht richtig Link. Große Feen. Okay, das würde gar nicht gehen, weil... Für die Feen braucht man einfach 8000 Rubin, um die Charakteraktion zu machen. Was für ein Quatsch. Ich nutze die nicht mal. Ah, hier ist nochmal so ein Blatt. 100 Rubine. 1000 Rubine. Alle Achtung! 100 Banane gegen 1000 Rubine. Ja, ist okay. Vielleicht gibt es für Link auch einzeln gar keine Charakteraktion. Kann ja auch sein. Und ich bin einfach doof. Ich meine, ich kann es auch hier über die Dinger hier... Nee, Quatsch, das sind einzelne Missionen. Doch, oder? Ist doch genau das. Okay, ist der Zweihänder bei Link. Der Zweihänder und die Lanze. Aber wirkt sich das... Also wirkt sich das dann überhaupt auf mein Schwert aus? Die Lanze ist doch nicht Schwert. Aber dann hat Link offiziell keine Charakteraktion. Na gut, ich verstehe. Dann machen wir halt einfach die zwei. Löst eine Schockwelle aus, wenn du einen Ausfallschritt ausführst. Okay. Erleichtert das Ausweichen, bevor du schweren Schaden erleidest. Ja, okay. Wie gesagt, das ist halt jetzt, ne? Wahrscheinlich ist dann Schwert wie Lanz. Keine Ahnung, ist egal. Ist wurscht. Vielleicht kommt ja auch nochmal extra was für das Schwert bei Link. Ist ja egal. Gut.
Ja, dann gehen wir jetzt einfach durch und gucken, was gerade so spontan alles geht. Also gerade auch für den Roboter Terrako brauchen wir auch Krogsamen immer mal wieder, sehe ich jetzt schon. Okay. Gut gemacht. Also dann fangen wir damit mal an. Und gucken mal, was wir hier alles schon zusammenbekommen. Charakteraktion, Daruk. Überlass mir den nächsten Kampf. Erzeuge mit Hilfe von irgendwas Lavabrocken. Okay, mit Hilfe von Y. Okay. Irgendwas zu essen. Monster-Eintopf. Ausgezeichnet. Was kann der so? Alle Werte plus 15%, maximale Herzen minus 50%. Eieiei. Und die Leunenmaske kann man jetzt tragen. Und dadurch kriegen wir noch was Neues hier oben. Da gibt es einfach diesen Monstersaft oder was das ist. Prima, gut gemacht. Monster-Essenz, was auch immer mir die nützen soll. Hä, kann ich nochmal? Ach, hier kriege ich jetzt immer Monstersaft oder was? Ach so, und hier kriege ich jetzt... Nee. Das ist ein Stall, aber hier kriege ich jetzt immer diesen Monstersaft, sollte ich den brauchen. Also das, was ich da einsetze, das sind ganz normale Gegnersachen. Da kann ich jederzeit mir 10 Monstersaft geben lassen. Wofür auch immer. Ach, hier auch! Hier kann ich jetzt jedes Mal für 50 Echsen einen Leuchtstein mir abholen. Ah, ist es bei dem Blatt da drüben dann auch so? Ah! Hier kann ich mir immer für das, was ich da einsetze, Moblin, kriege ich 2 Ritirisenkerne. Dann kriege ich hier unten immer 1000 Rubine für 100 Bananen. Ich kann hier einfach 100 Bananen immer in Rubine also wenn ich... Okay, wie viele Bananen habe ich denn? 489, also würde ich jetzt direkt 5... Aber ich behalte die Bananen mal, vielleicht bräuchte ich noch für andere Sachen. Aber gut zu wissen, also Bananen sammeln bedeutet gleichzeitig Rubine. Theoretisch. Interesting. Ich glaube, in dem Part werden wir mal nur auf der Karte sein. Ich glaube, in dem Part sind wir nur auf der Karte, weil es so viel zu tun gibt. Und ich das erstmal alles verstehen muss. Okay, hier blinkt's noch. Das ist Yonobos Charakterverstärkung. Jetzt kann ich noch mehr schaffen. Die Schirmkraft ist verstärkt. Damit haben wir Eldin voll? Haben wir Eldin voll? Aber hier ist doch noch Zeug. Ah! Jetzt können wir diesen Stern auswählen, deswegen, weil Eldin voll ist. Alle Achtung! Das erste vollständige Land. Cool. Und da bekomme ich... das Rodonit-Stirnband. Wenn halt diese Kleidungsdinge zumindest was nützen würden, ne? Und 50 Sophien-Trankdinger. Okay. Interesting. Okay, gut zu wissen. Dann gehen wir mal hier rüber. Achso, das ist die Titanen-Mission. Okay, es gibt wieder Titanen-Missionen wahrscheinlich dann 4 Stück. Theba-Charakteraktion. Er steuert sich jetzt besser. Leider nicht. Der abschussstarke Angriff ist stärker. Yay. Dann haben wir hier Torako-Teile. Wunderbar! Terrako wollte ich sagen, natürlich. Nicht Torako, sondern Terrako. Dann haben wir hier Rivalis-Verstärkung. Es scheint funktioniert zu haben. Füge in der Luft deinem Gegner Schaden zu, indem du sie vom Wind umstoßen lässt. Aha. Ja, dann machen wir das halt auch, auch wenn ich es nicht einsetze, weil Meine Zelda halt Kraft den Bogen nutzt. Ja, nicht wirklich, weil ich es nicht nutze. Die Wirkung von Chica-Modulen ist stärker. Naja, gut. Nutze ich halt nicht, ne? Ich bin nun stärker! Weiche im richtigen Moment aus, um einen Gegenangriff auszuführen. Okay. Jetzt fehlt es mir schon wieder an Leunenurkunden. Ach Gott, ach Gott. Ich gewinne wieder an Charme.
Während du durch das Drücken von X Bananen isst, kämpfen deine Schergen für dich. Okay. Meinetwegen. Hurra! Ich bin stärker geworden! Mehr Crocs erscheinen. Jetzt höre ich nicht auf. Drücke Y, um dich in Blitze zu hüllen. Ah, und bei Urbosa geht's wieder nicht. Urbosa braucht... Oh, 5 weitere Missionen braucht Urbosa. Auch interessant. Interessant, okay. Also diese Steine aus einer anderen Zeit, ne, das sind Missionssteine, deswegen sage ich das. Gut, dann gibt's hier Luxus-Schmorbraten. Hey, gute Arbeit! Der kann auch Dinge, Schaden plus 12%. Hier gibt's wieder Terrakotta. Ich werde so oft Torako sagen, es tut mir jetzt schon leid. Aber hier gibt's wieder Terrakotteile. Gut gemacht. Ja, das ist das, wo die Rubine fehlen. Kein Kommentar dazu. Oh, 10 Stück kann ich schon registrieren jetzt. Der hat sich ja richtig erweitert, der Sensor. Nicht nur um ein bisschen. Der ist auf 10 hochgegangen. Sick. Okay. Hier ist nochmal was zu essen. Kürbiseintopf. Dafür brauchen wir 20 Kürbisse. Dann kaufen wir die gleich mal. Ja. Weil die sind nämlich... Ja, da gibt es immer nur 10. Hm. So, hier. Ab dafür. Oh. Haben wir schon genug? Nee. 11 haben wir jetzt. Na gut. Dann lassen wir das mal drin. Gehen hier zu Terrako. Du hast es geschafft! So. Ha! Und damit gibt es nämlich jetzt noch keinen Kürbis. Okay, egal. Da ist Terrako. Was fehlt uns hier? Leune-Urkunde und Glutforelle. Ja, gut. Ja, okay, das ist jetzt, weil halt die Glutforelle überall ist, dann blinkt mir jetzt alles. Das ist jetzt doof. Das nehme ich raus, weil dann blinkt ja einfach alles, weil es überall Glutforellen gibt. Das ist Quatsch. Hier fehlt mir Geld. Da ist noch ein Kochtopf. Ach, die Abschlussquote ist es. Okay, das verlorene Rezept. Die Zeremonienplatte. Okay, das bekomme ich also, wenn ich alles abgeschlossen habe, scheinbar. Oh, da ist noch ein Herz. Mist, das habe ich übersehen. Dafür gibt es Schleichwürmchen. Die kriege ich aber auch wahrscheinlich... Ah, die kriege ich nicht überall. Kann ich die kaufen? Irgendwo? Gibt es nur eine Mission mit Schleichwürmchen? In Impasse-Training gibt es Schleichwürmchen. Und sonst nirgends. Wollte mich foppen. Okay, dann lassen wir die mal drin. Da gibt es noch was zu essen. Obsttorte. Eine großartige Sache. Jawohl. So, was hat jetzt hier gefehlt? Schwertkäfer, den werde ich auch wahrscheinlich... Ja, den gibt es schon an mehreren Orten, aber auch nicht überall. Dann lasse ich das auch mal drin. Ich wollte vor allem gucken, ob ich da Sachen kaufen kann. Ne? Darum ging es mir jetzt vor allem. Okay, aber dann haben wir, glaube ich, alles durchgeguckt. Dann packe ich jetzt noch die Sachen. Ja, das sind halt Rubine. Na, wenn ich das jetzt einstelle, ist es eigentlich Quatsch. Wobei er mir dann, wenn ich die Rubine habe, sagt er ja, dass ich genug Rubine habe. Also das kann ich trotzdem machen. Hier brauche ich auch Missionen. Oh, ich brauche viel, viel, viel mehr Missionen. Ich verstehe. Ja gut, die gibt es überall, klar. Aber ich mache es rein. Allein damit es mich daran erinnert, dass ich es einsetzen kann, sobald ich es habe. Das heißt, ich muss mich aber entscheiden, wem ich die nächste Charaktermission geben will. Da war es eigentlich dumm, dass ich den Chica-Stein genommen habe, weil ich den nicht nutze. Wenn wir mal ehrlich sind. Das war dann nicht so klug. Aber ist okay. Und jede neue Mission gibt natürlich auch einen Charakter.
einen Missionsstein. Dafür braucht man die also am Schluss, okay? Ich verstehe. Gut. Das haben wir drin, das waren die Kürbisse. Da ist noch was. Ah, das war die dumme Fee und Sternsplitter. Nehmen wir auch mal rein. Ah, da ist noch was. Da fehlen auch die Steine aus einer anderen Welt. Jo, aber wenn ich... Also jetzt mal ganz dumm gefragt. Wie viele Missionen kommen denn noch, wenn ich so viele Charaktermissionen noch nicht, Charakterentwicklung noch nicht machen kann und die alle 5 neue Missionssteine benötigen? Was kommt denn da noch alles? Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob ich das alles durchspielen werde, ich sag's jetzt schon. Na, hier brauche ich auch die. Das ist ja insane. Das ist ja wirklich richtig insane. Das war das, wo alles ausgelöst wird. Naja, das machen wir raus. Okay, aber dann... Das ist Terrako selbst. Den lasse ich auch mal drin. Ja, krass. Wie viele Terrako-Teile habe ich jetzt alleine durch das Rumlaufen auf der Oberwelt bekommen? 12. Gottes Willen. Okay, wir gehen mal ganz kurz in die Impa-Mission. Wir rennen mal ganz kurz mit Impa hier durch. Das ist ja gar kein Problem. Das ist ja nur ihre Trainingsmission. Und holen uns ein Schleichwürmchen. Dann haben wir auch noch was Normales gemacht und nicht nur auf der Karte herumgelaufen. Und dann habe ich meinen Testpart auch schon abgeschlossen und kann gucken, ob durch den Fernseher irgendwas komisch ist oder so. Was nicht sein dürfte. Weil es ja an sich an der Übertragung nichts ändert, ne? Ich mache das ja nach wie vor mit der Elgato, das ändert ja an der Übertragung überhaupt nichts. So. Ich nehme an, die bekomme ich aus dem Gras oder so. Also, verprügle ich jetzt mal das Gras. Denn die Fläche ist ja nicht groß, ne? Ich muss ja einfach nur mich hier mit 400 Leuten rumschlagen. Oder ich bekomme die als Mission für den Abschluss nochmal. Das könnte auch sein. Was wäre natürlich auch möglich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Haltet mich nicht auf! Zurückgeschlagen! Ha, da war Schleichwürmchen. Da ist es sogar grün. Ist das, die sind im Gras drin. Also verprügle ich einfach das Gras, okay. Haltet mich nicht auf! Ist hier noch mehr Gras, was kaputt geht? Theoretisch ja, aber nicht so, wie ich mir das... Ah, da ist was. Komm, bist du ein Schleichwürmchen? Nein, du bist eine Spurtkröte. Aber die brauche ich bestimmt auch irgendwann. Aber dass es nur eine Mission mit Schleichwürmchen gibt? Ich meine, das war die einzige, die geblinkt hat, ne? Nachdem ich die Schleichwürmchen ausgelöst habe in den Chica-Sensor. Spurtkarotte. Oh je. Kommt das Gras eigentlich wieder oder muss ich das dann mit jeder Mission neu starten? Ah, da war noch ein Schleichwürmchen. Coole Sache. Ja, noch ein Schleichwürmchen. Jawohl. Ich weiß gar nicht, wie viel gefehlt haben. Ich glaube eins. Bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls bekommen wir gerade ein Schleichwürmchen nach dem anderen. Sehr gut. Also maximal spielen wir die Mission 2 oder 3 Mal, dann haben wir alles zusammen. Haltet mich nicht auf!
Hyrule-Soldat wird gesichtet. Jetzt zählt es! Okay. Jawohl, da ist meine Meute. Da wollte ich hin. Okay. So, da wurde ich kurz unterbrochen. Alles kein Drama. Okay, das war interessant. So, gehe ich nochmal in die Wiese irgendwo rein? Ich meine, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ist noch irgendwo Wiese übrig? Oder nachgewachsen? Da ist nochmal was. Leider keine Schleich. Ein Schleichglöckchen. Okay, auch interessant. Aber dass es das halt nur in der Mission gibt, verstehe ich nicht. Warum gerade nur in dieser Mission? Na, egal. So, jetzt erledigen wir die schnell noch. Gut. Zack, Nummer 1. Wo ist der zweite? Da. Achso, ich kann einfach den hier machen. Null. Ich kümmere mich darum. Das war easy. Gut. Die Schwerte hier sind jetzt natürlich kompletter Schmutz. Höchstens wenn halt da was zum... Ach, da sind auch nochmal Schleichwürmchen dabei. Siehst du, als Missionsbelohnung also auch. Okay, sehr gut. Sehr schön. Vielleicht sind die dann überall im Gras, aber hier gab es die nochmal als Belohnung und deswegen sind sie in der Mission eingetragen. So wird es wahrscheinlich sein. So wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Das sieht sehr rot aus. Hä? Die Nacht des Blutmondes, wenn Ganons Magie am stärksten ist, wagst du es in extrem harten Schlachten gegen noch mächtigere Gegner anzutreten. Die Schlacht um Ost-Hyrule ist jetzt im Blut Mondmodus oder was? Hä? Einfach nur die? Ja. Bleibt das jetzt oder muss ich das sofort machen? Hm. Ja. Ich muss das doch bestimmt sofort machen. Prima, gut gemacht. Okay. Aber weshalb ich das ja gemacht habe, gerade eben, war ja wegen den Schleichwürmchen. Jetzt haben wir 12 von 10. Ich dachte, ich habe mehr gefunden. Hä? Ich habe doch gerade... Ach, ich habe 1 als Belohnung bekommen, ne? Ja, ist egal, passt toll. Schon. Gut gemacht. Hauptsache Regeneration. So.
Mehr geht gerade nicht, ne? Ah, das hier muss ich noch in den Dings reinpacken. Wegen den Flügeln. Ja. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich muss auch das andere in den Dings reinpacken. Oh. Oh. Wegen... ob man irgendwo was kaufen kann. Ne, vielleicht kann ich den Fisch ja kaufen. Dann müsste irgendwo jetzt ein Stall oder so blinken. Ja, siehst du? Ja. Gut, dass ich mit. Gut, dass ich nochmal darauf gekommen bin. Dann ist nämlich, wenn die Glutforelle hier voll ist, blinken auch nicht mehr die ganzen 3 Millionen Missionen. Okay, die Glutforelle ist voll, die Missionen blinken immer noch. Stabil. Wahrscheinlich, weil die Leunenurkunde noch drin ist, oder was? Gibt es da überall Leunen in den... Achso, ja gut, es blinken jetzt nur die Leunenmissionen, wo Leunen vorkommen. Okay. Gut, aber wenn wir eh durch den Blutmond durch müssen, haben wir ja dann auch ein paar Leunen wieder drin. Ja, dann würde ich doch sagen, nächstes Mal eine Blutmondmission. Die wird wahrscheinlich den ganzen Part kosten, weil die ist ja so schon lang gewesen, ne? Wir rüsten mal kurz aus. Jetzt würde mich interessieren, darf ich die nur einmal machen? Gibt es da nur einen Versuch, sodass der Blutmond weg ist, wenn man die verhaut? Dann ist ja gut. Man weiß es nicht so genau, ne? Ah, Sidon und Yonobos sind fest. Ach ja, klar. Die sind ja in dem... Oh nein! Das sind ja in dem Dings drin. Das heißt, ich muss da dann auch gegen den stärkeren Dings im... Oh je, okay. Na gut, aber Zelda und Link dürften passen als Kämpfer. Ah, ich wollte noch... Das machen wir auch noch ganz fix. Ich wollte ja noch hier... die Höchststufe erhöhen vom Masterschwert. 900! Das geht gerade so! Das geht halt mal gerade so. Yo. Jetzt geht's auf bis 30. Aber jetzt habe ich kein Geld mehr. Stabil. Haben wir was zum Verkaufen gerade? Ja, wir haben viel zum Verkaufen, aber nichts, was gut ist, ne? Nee, ist egal. Okay, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Nächstes Mal Blutmission, Blutmondmission. Wir gucken mal, was da so passiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss.